Was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo andere unmarkierte Stellen im Sumpf gibt, die interessant wären. Dann müsste ich eventuell mal dann zwischen der Aufnahme oder nach der Aufnahme gucken, ob es dann noch irgendwas gibt. Nett. Environmental Storytelling tut hier wieder sein Großes. Der Soldat mit seiner 10mm Pistole ist hier abgestürzt, ist raus und wurde von Eingeborenen von allen Seiten angegriffen und hat die dann natürlich überall erschossen. Was dann aber auch heißt, die Eingeborenen, die hier persönliche Truhe, die hier jetzt auch schon so aggressiv sind, waren auch schon vor dem Krieg oder ja, als die Bomben fielen, auch schon so aggressiv. Ja. Ich will da rüberspringen. Danke. Da auch? Meine Fresse. Der hat hier aber ordentlich Arbeit geleistet. Hm. Na gut. Hier, das ist zum Beispiel unmarkiert. Gut, hier ist aber auch nichts. Eine Truhe mit nichts drinne. Also auf diese Entfernung sollte diese Waffe eigentlich sehr viel genauer sein. Muss kein Scharfschützengewehr sein, aber das ist ja fast schon lächerlich. Ach, die greifen was anderes an, oder? Ich das falsch. Aber wir haben so viel Munition hierfür. Es wäre doof, das hier nicht zu benutzen. Gut, wir haben für alles relativ viel Munition. Aber ach, ich möchte nicht nur mit Energiewaffen rumhantieren. Ja. Relativ unmarkierter Ort, aber hier gibt's was Interessantes. So. Aber das war's hier, ne? Vorne die Hütte, hier die Hütte. Gut, dann gehen wir mal da vorne hin, wo wir hin müssen. Da sehen wir schon zwei Fackeln. Komm, wir gehen auch mal den Weg entlang. Hier können wir einmal ratzen. Dann sind wir auch wieder voll. Eingang zum Moor. Ich dachte, wir sind schon im Moor. Oh. Moorhöhle.
Atmosphärisch. Heiliges Moor. Jo, aus der Entfernung, ist klar. Bin normalerweise kein großer Fan davon in anderen Spielen, aber hier ein Upgrade zur größeren Magazinkapazität würde dieser Waffe echt gut tun. Denn der einzige Schaden, den der gute Schaden, den diese Waffe hier noch rausbringen kann, ist, weil sie halt so schnell feuert. Und wir die 36 Schuss relativ schnell raushauen können. Ein Trommelmagazin wie bei der Papasch. Also der PPSH mit 71 Schuss oder wie viel die hatte, würde der Waffe hier echt gut tun. Aber ich will, wie gesagt, nicht die ganze Zeit mit Energiewaffen hier rumrennen. Ich bin kein großer Freund davon. Sie sind im Fallout-Universum relativ cool, aber sie zu benutzen ist nix für mich. Wir haben einen toten Schmuggler. Wusste ich doch, dass ich was gehört habe. Dieses bedrohliche Klingen. Da unten ist nur Wasser, ne? Nun gut. Fallen überall. Ich lauf mal drum herum. Eventuell halten sie gleich ein paar Meierlurks auf. Doch, keine geskriptete Sequenz. Ich dachte, jetzt kommen von hinten. Also, wenn wir jetzt das hier von vorne welche kommen, dann wollen wir uns natürlich zurückziehen. Und sehen, ah, von hinten kommen jetzt auch welche. Das dachte ich gerade. Aber wir sehen hier wieder sau viele Puppen. Zum Teufel kann ich so viel Leben an die verlieren. Das ist ja irgendwie lächerlich. Ach Mensch, Stein, lass mich durch. Sehr viel Nahrungsmittel hier. Ich
glaube, ich nehme zur Sicherheit mal lieber ein paar Stimpacks. Ja, wir sind fast da. Die Dinger haben aber auch einen Aimbot. Und unsere Waffe kann auf 10 Meter nicht gerade ausschießen. Meine, guckt euch mal an, wo die Schüsse hinfliegen. Da ist ja selbst eine Moskete. Ich könnte mich jetzt noch jahrelang darüber beschweren. Aber was soll's. Ist halt ein Spiel, ne? Wenn wir... Nee. Selbst wenn wir geduckt sind, macht das nicht so viel aus. Also schon ein bisschen besser, denke ich, aber nicht so viel. Ach, leck mich doch. Und wieso fliegen unsere Schüsse jetzt immer vorbei? Ich ziel doch auch genau da drauf. So. Ja, Gunplay. Keine große Stärke von Fallout 3 und wahrscheinlich auch New Vegas, da sie ja beide auf der gleichen oder sehr ähnlich sind. Im Aufbau. Oh, sehr viele Pungas. Und die Mutter Punga sieht ein bisschen aus wie, als hätte man Cthulhus Kopf gebraten. Mit sehr vielen Gewürzen. Ja, gut. Aktivieren. Punga Samenkapsel. Geil, tot. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Fallout 3. Wir sind an der Pflanze verreckt. Nee, nee. Ja. Sie können keine weiteren Samen mehr finden. Doch, da. Ich seh's. Naja. Gut. Wackelpuppe Intelligenz. Gefundene Wackelpuppe. Sie haben eine Wackelpuppe von Schmoltek gefunden, von der nur wenige Exemplare produziert wurden. Die Inschrift am Sockel lautet: Sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind Sie denn eigentlich? Toll, danke. Okay. Das Ding können wir definitiv eben nicht übersehen haben. Stärke. Die Inschrift am Sockel lautet: Aus dieser Lage werden Sie sich garantiert nicht herauskämpfen können. Ja. Ausdauer. Weiter so. Sie haben Ihr Ziel fast erreicht. Wo auch immer dieses Ziel liegen mag. Wahrscheinlich nirgends. Bitte wie? Eine riesige Knochensäge. Ja, ist ja gut. Aha.
Ja. Was zum Teufel hat diese Pflanze mit uns gemacht? Beweglichkeit. Ist es nicht seltsam, dass alles, was sie sich nähern, dem sie sich nähern, davonläuft? Die sind ja alle sehr positiv hier, ne? Wir sehen auch immer noch verschwommen. Die Dinger scheinen zu leuchten. Okay, das war aber eben nicht. Wir laufen verkehrt rum. Nee, Nadel. Ernsthaft? Mama? Boah, das ist aber Charisma. Oh Gott, wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich auch... Oh, dann würde ich es auch im Stich lassen. Alter. Auf was für ein Drogentrip sind wir hier eigentlich? Toter Siedler. Amata. Eldest Alliance? Moira Brown? What? Glück. Ihre Mutter ist tot und sie leben in einem postatomaren Ödland, in dem sie keinen einzigen Freund haben. Tja, sie sind echt nicht gerade ein Glückspilz. Glückwunsch, meine Liebe. Du wirst es schaffen und alles wird wieder gut. Nein, nein. Gut. Oh, die... Wo ist die letzte Blähfliege? Ich würde mich gerne hinlegen. Okay. Was war das denn für ein Drogentrip? Wir gehen mal ganz schnell zurück, ne? Eieiei. Er ist grün. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Was ist mit mir passiert? Warum habe ich solche Kopfschmerzen? Man spürt nur das Bewusstsein, wie es zum ersten Mal sein ganzes Potenzial ausschöpft. Man erlebt das Gefühl, alle Grenzen sprengen zu können. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchtete Schwester. Punga Power Pack. You now received better effects. Ja. Pungas Essen macht, hat jetzt bessere Statuseffekte. Also. Ne. Woran glaubt der Stamm? Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Esoteriker. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Ja. Wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann.
Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Höhlen hinter uns lassen wollen und nährt unser Bestreben. Warum nicht mal Wissenschaft anbeten? Obwohl, das macht Scientology und das ist auch nicht besser. Ach. Ich lasse es mal lieber sein, bevor es wieder politisch wird. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Also kein wirklicher Grund. Wo finde ich Jackson? Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden. Okay, ich muss los. Alles Gute. I don't want to set the world on fire. I just want to start